Ein Stinkefinger für Hüb Stevens, unschöner Höhepunkt, einer der spannendsten Zweikämpfe des zweiten Spieltags der Champions League. Nicht auf dem Spielfeld, sondern an der Seitenlinie, und zwar in Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Hüb Stevens zofft sich mit Montpelliers Coach René Girard. Die Fortsetzung der verbalen Grätschen folgt auf der Pressekonferenz der UEFA. Ich kann nur sagen, dass ich, wie heißt der Mann? Ich glaube Girard. Girard? Ja. Ich glaube, dass der diese Mann nur an Frage war bei jedes Foul für eine gelbe Karte von uns. Und das tut man nicht. Das ist nicht fair. Und das habe ich ihm gesagt. Das habe ich auch der vierte Official gesagt. Und was er dann von sich gibt nach dem Spiel, das tut man nicht. Das ist nicht das Niveau, was du in den Champions League bringen musst. Das ist unwürdig. Zwei Trainer in der Königsklasse streiten sich wie die Kesselflicker. Stevens Kontrahent Girard gibt sich dabei ganz unschuldig. Ich war mit dem Schiedsrichter nicht sehr glücklich, das habe ich ihm mitgeteilt. Und plötzlich kommt da dieser Monsieur und spricht mich an. Den kannte ich bisher gar nicht. Klar wusste ich, dass das ein Trainer ist, aber ich hatte den überhaupt nicht angesprochen. Also, was wollte der von mir? So war das. Gut, Freunde werden wir wohl nicht mehr, aber sicher ist, wir sehen uns wieder. Nämlich zum Rückspiel in Montpellier. Girard argumentiert wie ein Gentleman und überspielt so seine völlige Entgleisung nach Schlusspfiff. Vor laufenden Kameras hat der Hüb Stevens den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Der Schalker kann sich gar nicht mehr beruhigen. Weil ich habe es nachhinein, haben sie mich es gezeigt auf Fernsehen. Weil ich habe es nicht gesehen. Ich habe es später im Fernsehen gesehen. Okay. Und da hast du im Fernsehen einen Stinkefinger? Da habe ich etwas gesehen, ja. Peter, Mikrofon. Nein, aber lass es sein, bitte. Ja. Dieser Mannschaft fehlte es uns gegenüber an Respekt. Das fing schon mit dem Coach an, der ziemlich bissig war. Sie haben uns einfach nicht respektiert. Und wenn du andere nicht respektierst, dann bezahlst du am Ende dafür. Das finde ich, auf so einem Niveau gehe ich da nicht über diskutieren. Das tut man nicht. Ist doch klar.